Hallöchen, liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid bei einer neuen Folge Daymare 1994. Wir machen jetzt hier weiter, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal. Und ja, jetzt drücken wir erstmal den roten Knopf. So, das wäre erledigt. Wow. Ja, und die wollen uns erledigen. Verschwindet. Sehr gut. Und jetzt heißt es Helen finden. Also unsere Sister. Ah, Moment. Oh, das war knapp. Moment, ich wollte den Schild eigentlich mal testen. Fällt mir gerade ein. Wir machen das mal kurz mit dem Gegner. Wir lassen den mal nah ran. Wow, er hält mich ja trotzdem fest. Okay, dann ist es wohl wirklich nur für Projektile da. Oder ich habe falsch gedrückt vom Timing her, weil wenn ich ja hier so drücke, kommt da hier kurz diese Frostladung raus. Weil da stand ja auch da im Text, wo wir das gekauft haben. Ja, für Projektile, aber auch für Schutz. Und deswegen dachte ich halt eigentlich, ich könnte das falsch drücken und dann, ja, kann ich mehr oder weniger das auskontern, dass der mich nicht anpacken kann. Aber nee, sieht nicht danach aus. Es sei denn halt, das Timing war von mir schlecht, das wissen wir halt jetzt nicht. Aber nun gut, jetzt machen wir weiter. Oh, kriegen Besuch. Ja, für solche, denke ich, ist das eher da. Oh, Moment, lass mal auch mal los. So, komm. Bam, bam. Wo ist der eine, der schießt? Hier war er. Jawohl, der ist weg. Das ist auch so sehr wichtig. Und jetzt sind die hier dran. Wo kommt denn das? Jawohl. Ah, Moment. Ich wollte den eigentlich den anderen auch noch mal zerschlagen. Nur ging das jetzt irgendwie nicht so gut. Moment, geh was mal weg. Geh denn das. Und du das. Dann hier einmal warten, bis der Frostfinisher geht und draufhauen. Der andere ist gleich auch schon wieder frei. Da renne ich jetzt, denke ich, auch mal eine kleine Runde. Statt hier irgendwie Frostgrips zu verbrauchen. Auch wenn ich weiß, dass er jetzt ganz genau hinter mir hängt. Komm schon. Ah. Gut, ich denke, dann hau ich mir wohl noch mal einen Frostgrip rein, oder? Ist halt besser. Damit wir nicht allzu viel Gesundheit hier noch verlieren. Weil ich glaube, wir gehen nämlich auch langsam Richtung Finale des Spiels zu. Und da möchte ich dann auch ein bisschen gut ausgestattet sein, weil ich könnte mir schon noch irgendwie einen harten Bosskampf oder sowas vorstellen hier. Aber ich muss auch sagen, ich hoffe, das Spiel geht vielleicht noch so 1-2 Stunden. Das wäre schön. My God. What were they doing here? Helen, you can't have been part of this. Ja, und nun gut, man muss halt auch betrachten, es ist ein kleines Studio, was das gemacht hat, das Spiel. Trotzdem, ich könnte das Spiel wirklich gefühlt... Also wenn es jetzt danach gehen würde, wenn du mich jetzt fragen würdest, hey Nico, wie viele Stunden würdest du gerne Daymare 1994 noch spielen? Also dann würde ich sagen, also wie lange würdest du das Spiel noch spielen, ohne dass du jetzt sagen würdest, es wird dir langweilig auf Zeit? Sage ich 6-7 Stunden. Ja, wirklich, ich könnte noch 5, 6, 7 Stunden, könnte ich hier die Story weiter so spielen, hier in der Untergrundanlage, weil mir gefällt das wirklich, hier unterwegs zu sein. Aber selbst wenn das Spiel jetzt bald zu Ende sein sollte, in der nächsten Stunde oder so, wäre ich trotzdem zufrieden mit dem Spiel hier. Und dann hätte es mich trotzdem zu gut unterhalten. Und was haben wir denn hier? Okay, das sind jetzt die Labore. Wir schauen uns mal hier überall genau um. Vielleicht gibt es ja auch wieder was zum Scannen. Hier auf jeden Fall ein Verbandskasten.
Wow, was ist das denn dort? T3 Experiment Subjects. Should have just called them guinea pigs, bastards. Hier haben die also Menschenversuche gemacht. Oh. Komm. Nein. Und das. Bam. Nein, lauf los. Nein, wie viele kommen denn hier? Ist gerade wirklich ein bisschen heftig. Ich muss die gerade wirklich noch da irgendwie auf die Zange kriegen. Fuck off! Also das ist so ein roter, dann haben wir noch mal einen, der so rumschießt. Und die anderen sind dann jetzt mal alle weg, oder? Ja. Ach Mann, ich kann wirklich nicht die Schießen aushalten, wenn die anderen nachher rennen. Die sind schlimm. Geh weg. Ich sagte, geh weg. So, jetzt mache ich dich dort hinten weg. Jetzt hoffe ich, dass das Frostzeug genügend Zeug auflädt, bevor der rauskommt. Ja, natürlich, hat nicht geklappt. Komm. Nimm das. Wo ist der letzte? Da ist er. Um. Danke. Also die Gefechte werden gerade schon immer heftiger, das merke ich schon. Moment, ich höre hier so einen Wackelkopf. Hier ist er. Hallo, kleiner Mann. Und bei diesen Wackelkopffiguren hier mit diesen Alien, muss ich echt sagen, klar, es passt, ja, wegen Area 51 und so, aber ich muss irgendwie jedes Mal dran denken, wenn ich die sehe, an Krypto von Destroy All Humans. Apropos, da möchte ich auch demnächst den zweiten Teil mal noch let's playen, weil wo der zweite Teil rauskam im vergangenen Jahr, da hatte ich leider keine Zeit, das aufzunehmen. Und selber habe ich es bis dahin auch noch nie gespielt, den zweiten Teil. Jedenfalls, warum ich das gerade so sage mit dem Krypto von Destroy All Humans, ich habe den bei mir in der Nähe stehen. Ich habe davon die Collectors Edition vom ersten Teil mit so einem Rucksack, der da auch noch dabei war. So diese Krypto, vielleicht kennt der ein oder andere das Alien. Das steht bei mir hier oben auf einem Schrank. Das ist eigentlich so eine Art, ich sage jetzt Kinderrucksack dazu. Oder kannst du meinetwegen auch für Cosplay nehmen. Ja, kann man das auch nehmen zum Beispiel. Aber ich würde mit dem nicht rumlaufen. Jedenfalls, der steht bei mir oben auf einem Schrank. Den sehe ich gerade von hier aus. Deswegen, daran musste ich nämlich gerade denken. So, hier haben wir irgendwo was, was ich scannen kann. Jetzt gucken wir mal. Na, was ist es denn? Da drüben muss es was sein. Ja. Finally here, the castle. Helen could be here. I still can't believe it's possible.
Hades. I should have known the Keensight HQ wasn't the only nest of vipers. Was haben wir denn hier? Ein ganzes Hades-Büro. Wir schauen uns das jetzt mal an und entschuldigt mich, dass ich gerade nicht mehr sehr viel gesprochen habe. Ich habe gerade was Wichtiges nachgelesen auf meinem Handy. Tut mir leid. Wirklich, das kommt ja sonst eigentlich nie vor, dass ich komplett auf einmal still bin. Das war nicht so gedacht. Ich habe jetzt gerade auch überlegt, soll ich lieber einen Cut machen, aber ja. Gut, jetzt lesen wir das erstmal. Aufgepasst, Neuling. Irgendein Techniker hat ein Sicherheitsschloss im Büro des Oberbosses installiert. Dort wurden uns die Geheimnisse Okay, also das Wichtigste ist eigentlich an der Notiz, dass wir hier einen Code haben. 2244. Das merken wir uns. Der Rest ist eigentlich uninteressant, wie ich finde, von der Notiz. Ist mein persönliches Empfinden. So, jetzt gucken wir mal hier. Hier haben wir wieder so ein Rätsel. Da gehe ich gleich ran. Ich möchte erstmal ganz kurz hier weiterschauen. Hier ist ein Bild von unserer ganzen Truppe. Von den ganzen Hades-Leuten. So, und hier. So, erstmal den Code jetzt genutzt. Was haben wir hier? Entschlüsselter Chat. Was haben wir denn da drin stehen? Haben wir hier irgendwas Wichtiges an Infos oder so drin? Okay, das ging alles hier um Geld, wenn man hier das noch mit so liest. Und mit dieser Fracht und so weiter. Und das ist wohl der Captain, der dort hängt von denen. Von diesem Hades-Team hier. Team already proved to be more docile and obedient. What about productivity? That voice. More stable in patients undergoing CRM-114. We can now confirm that applying the antitoxin provides the desired results. Hallucinations tend to regress until they fade away completely. Excellent. We'll have them eating out of our hand. The most unexpected data regards patients who are not administered CRM-114. The hallucinations tend to become uniform over time. They all seem to become obsessed with the same thing. Many refer to a hypothetical him. The reasons for this anomaly are not yet fully clear. As long as they're hallucinating, it's fine by me. Yes, Commander. Dr. Rees, we're authorizing experimentation on the subjects in Block B. Excellent. Keep me informed of any developments. Okay, das daneben war die Schwester. Bastard. I can't believe Helen got caught up in your deranged schemes. You got what you deserved. Gut, jetzt gehen wir hier ran und geben mal hier kurz unser Bestes. Das könnte schwer werden. Zwei Versuche. Okay, ich setze mich in der Lage, wo ich mich ganz gut konzentrieren kann. 4 LPQ merken wir uns erstmal. Los geht's. 4. Moment, das muss noch eins hier weiter runter. LP. PPP. LP. Moment. Das müsste jetzt erstmal hier nach drüben. Weil nein. So. Komm schon. Ah, das wird nichts beim ersten Versuch, das merke ich schon. Wo ist denn das Q? Wo ist denn das Q, Q, Q? Da ist es. Das könnte sehr, sehr hart werden jetzt hier. Glaube ich persönlich. Komm, eine 3 brauche ich noch. Ne, schaffe ich nicht mehr. Das wird zu knapp. Ich habe zu lange gebraucht mit dem Q und mit dem P. Sehr schade. Kommt nochmal. LC26. LC26. Wo ist denn hier das L? Ich sehe kein L.
Ach hier. Ja, zu spät schon gesehen, also so kann das nichts werden. Aber ich gebe jetzt noch mein Bestes. Also ich probiere es natürlich immer hier, das noch hinzukriegen, aber schwierig. So, jetzt brauche ich eine 2. Jetzt brauche ich eine 6. Gut, das könnte doch noch was werden, wenn ich jetzt hier so gucke eigentlich. Ich brauche jetzt das Q schon wieder. QH, QH. Komm schon, ich muss nur die ganze Reihe hier aufräumen. Nee. Ich krieg die ganzen Dinger nicht so schnell weg. Ich muss mich konzentrieren. Tut nicht so laut. Ja, war klar, dass ich das nicht schaffe. Oh, ich kann mich wirklich nicht konzentrieren, wenn das so laut tutet. Schade, Mann. Das stört mich wirklich, wenn ich die Dinger nicht aufkriege, weil es so frustrierend ist, wenn du die dann nicht noch irgendwie bekommen kannst. Im Nachhinein. Weil es dann halt für immer dir verwehrt bleibt. Das ist halt das Frustrierende. Da muss ich einfach hoffen, dass da nur Munition oder sowas drin war. Auf die kann ich noch eher verzichten, als wie, dass dort jetzt irgendwas drin ist wie, ja, sagen wir mal, Dings. Ein Upgrade. Und ich bin gerade überlegen, soll ich Reichweite nehmen oder eine Frostmine? Ich denke eine Frostmine. Weil das ist auch was komplett Neues, was wir noch nicht hatten. So, ich muss es mal ganz kurz hier so testen. So feuer ich doch ganz normal. Ach, das normale Geschoss hier ist jetzt hier noch die Frostmine. Verstehe. Hier. Das ganz normale Geschoss, was ich immer abgeschossen habe. Das ist jetzt hier die Frostmine gleichzeitig auch noch, wenn ich das jetzt so auf dem Boden feuer. Verstehe schon. Ah, und hier brauche ich nochmal einen Code. Muss ich das mal schauen, weil eigentlich habe ich nicht nochmal irgendwie einen Code jetzt eben irgendwo gesehen. Das ist das Ding. Weil wir haben zwar nochmal eine Notiz gefunden eben, aber da stand jetzt eigentlich nichts noch mit drin. Oder vielleicht eine Nummer von dem entschlüsselten Chat. Mal kurz gucken. Nee. Also hier steht gar nichts mit Nummern drin, weil hätte ja auch sein können, dass dann vielleicht noch was reinkommt, wie zum Beispiel eine Absendernummer und so. Vielleicht eine Nummer von einer E-Mail oder so. Oder was von hier. Hier haben wir ja auch was. Woche 1, Woche 2, Woche 3. 13, 14, 23, das merken wir uns mal. 13, 14, 23. Ach nein, ich brauche ja gar keine Kombination. Also, zumindest kann ich hier keine Zahlen eingeben. Weil da drauf sind zwar solche Zahlentasten, aber ich brauche ja was wie eine Schlüsselkarte, so wie es aussieht. Verstehe. Ich muss da was reinstecken in den Schlitz. Da muss ich nochmal schauen. Weil eigentlich sind wir ja hier oben schon überall lang gelaufen. Oder wäre das vielleicht hier drin gewesen? Glaube ich aber auch kaum, dass es in der Kiste drin gewesen wäre, hier, also in dem Spind. Weil wer würde das ja heißen, das Spiel verwehrt einem, dass man weiterkommt. Deswegen glaube ich das eigentlich nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn das hier drin wäre, in dem Spind, und du kannst den Spind danach nicht mehr öffnen, dann würde es ja bedeuten, du kommst gar nicht mehr weiter im Spiel. Weil das würde ja dann gar keinen Sinn ergeben. Ich denke eigentlich schon, dann muss es hier beim Captain sein. Ach ja, ist es auch. Dann habe ich das hier übersehen. Ein schöner Revolver. Den würde ich sehr gerne mitnehmen. Aber geht leider nicht. Aber so ein Revolver würde uns eigentlich schon noch gut tun. Sowieso. Das ist sowieso so eine Sache. Die hat mich überrascht. Während des ganzen Spiels über schon, dass wir keine neuen Waffen finden. Und wenn wir halt welche schon mal so sehen in der Spielwelt, du kannst die nicht mitnehmen. Weil wir haben ja auch schon mal ein Sturmgewehr wohl liegen gesehen und so. Aber nee. Das ist halt wirklich so gemacht. Du kannst nur deine Ausrüstung verbessern, also diese Frostausrüstung und die Waffen, ja, die kannst du nicht ersetzen. Ich finde, das hätte es nämlich noch ganz cool gemacht, wenn es hier, ich meine, das Spiel ist schon Resident Evil inspiriert, wenn man halt es einfach noch ein bisschen
noch mehr was davon, ich sage jetzt in Klammern, abguckt, weil sowas machen auch andere Spiele. Abguckt kann man es auch gar nicht nennen, weil das ist einfach nur eine Kiste, was ich jetzt hier meine. Also, dass man so ein kleines Kistending noch hinstellt bei den Räumen, wo ein Speichergerät ist, weil das jetzt dort vorne, da sehe ich ein Speichergerät, dass da daneben eine Kiste ist, dort kann ich dann beispielsweise meine Medikits lagern oder dann kann ich dort auch meine Waffen anpassen und dass ich halt dann zum Beispiel hier meine Maschinenpistole aussetze ich jetzt mit dem Sturmgewehr, dann muss ich auch die Maschinenpistole in die Kiste packen, weil ich kann nur zwei Waffen mitnehmen oder ich nehme nur Waffen mit, aber muss dafür den Scanner wegtun. Dann kann ich nicht scannen. Ja, Hilfe! Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Heinrich. Gut. Das hätten wir damit auch geklärt. Aber jetzt speichern wir erstmal. So, jetzt sind wir hier im Castle. Und hier machen wir dann auch, denke ich, Schluss, oder? Würde ich sagen. Ja, lasst gerne, wenn ihr wollt, ein Däumchen da, um das Projekt zu unterstützen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Tschüssi.